So, Päuschen rum. So. Was wollte ich jetzt mal? Ich wollte erstmal ein paar Herzen essen. Ich habe 41 Difficulty. Vier Stück minus 10. Habe ich nur noch eins. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht sogar eine gemeinsame Difficulty ist. Ich habe auch gerade genau 41, als du es gesagt hast. Und wie viel hast du jetzt? 23. Okay, das ist eine gemeinsame. Jetzt hast du nur noch 17. Genau, die Wasserräder. Wasserräder. Die waren ja easy. Brauche ich nur 4 Stück. Brauche ich wieder Large Cogwheels. Brauche ich wieder Knöpfe. 1, 2, 3, 4. Und ich brauche Slabs. Ja. Nein, ich will nur 4 Wasserräder haben. So. Einmal habe ich einen Lern und einen mit Lava. Passt. Und Dreck. Ich brauche Dreck. Marco? Ja? Ich hab ein Glas voll Dreck. Ist das nicht ausgelutscht ist irgendwann? Nö. Warum? Wie hab ich denn das gemacht? 2. Das sind die. Dann hatte ich hier das. Das ist mal geil. Das und das. Da kommt wieder ein Dreckblock hin. Hier oben sollen dann die Wasserräder ran. Also einmal den Block setzen. Oh, warte mal ganz kurz. Ne, die müssen eins weiter vorne tatsächlich. Hä? Ich bin grad. Ja, was denn? Ich hab ein paar cooles Schwert jetzt gerade. 10,5 Attack Damage durch Knockback 2, Unbreaking 3, Sharpness 4. Verzaubert. Ja. Siehst du, muss ich auch noch machen. Boah, ich komm zu nix mehr. Wasserräder müssen dann hier vorne ran. Also daran. Das sind jetzt nur 3. Ich möchte gern 4er haben. So. Müsste, glaube ich, so richtig sein. Das muss noch eins höher gemacht werden. Schau an. Eins, zwei, drei.
Eins, zwei, drei. Fehlt noch eins. Ah, da drüben auch, egal. Wasser, Wasser, Wasser. Gib mir Wasser. Eins. Zwei. Drei. Und Nummer vier. Dann muss dort einmal ein Chef dran. Habe ich keinen mehr. Mache ich mir gleich. Beziehungsweise doch, da muss erstmal ein Chef dran. Sonst geht das nicht. Dreck kann weg. Machen wir gleich mal 16 Stück. Dann das. Oh Gott. Wie war das jetzt aufgebaut? Add Crate. 3, 5, 5, 5, 3. Okay. 3, 5. Fünf, drei. Und jetzt so. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich brauche ein Stein, ein Cleanstone, 4 Holzbretter und Haufen Andesite. Oder ich brauche Andesite. Das Eisen, nee, da behalte ich nur die 27 erstmal, alles andere da rein. So. Quatsch. Wo haben wir denn hier unten an der Seite? Das ist über der Lava. Hier haben wir noch was. Noch mal Eisen, nehme ich auch gleich mit. Hier ist nichts mehr. Wie kommst du eigentlich die ganze Zeit in meine Base rein? Blocker, Baumblock setzen. Du Arsch, machst du meine Base kaputt? Kann auch ein dauerhaftes Loch machen. Aber ich glaube, das täte dir und deinen Mobs nicht ganz gut. Das würde deine Base gar nicht überleben, Darko. Das wüsste doch. Naja, TNT kannst du noch nicht so gut machen. Das würde deine Base trotzdem nicht überleben. Ich habe Weinmeiner. Weißt du, wie schnell Steine damit weg sind? Und Holz und alles andere? Siehe da, wo dein Fahrstuhl ist, da hab ich nicht mal dran gedacht und Weinmeiner genutzt. Ja. So, die mache ich mit Iron Nuggets und Andesite. Stellen jetzt gleich ein bisschen mehr her hier. Komm, scheiß drauf. Ja, ich komm echt damit durch. Eins.
Stack muss reichen. So, ne, anderthalb Stacks. Ey, warum liebe ich dieses Modpack? Was, warum? Was machst du denn die ganze Zeit? Nö, aber ich schaue mir gerade nur die Quests an. Aber rein theoretisch brauche ich niemals in, niemals in Viverkin. Ich brauche niemals Dias Farm und ich brauche niemals Aethon Debris Farm, weil man das durch Questbelohnung bekommt. Ja. Ich habe das Aethon Debris ja nur so gefunden und das eine Netherite. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals hier eine Netherite-Rüstung haben möchte. Bietet auf jeden Fall mehr Schutz. Ah. Glaube ich, mach mir eine Emerald. Wirst du welche später? Crocodile-Rüstung gibt's auch noch. Ja, viel Spaß noch. Wir müssen noch ins End. Das ist auch eine Quest. Ich hab's schon gesehen. Stein, 4 Stück, so. Stein, Holz, 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 Holz. Alter, ist bei mir draußen vom Fenster wird doch gerade ein Kind massakriert. Was? Draußen gaut's ein Kind rum. Ey, das sieht ja mal geil aus mit dem Crafting. Boah, cool. Das sollten sie in Minecraft einfügen. Irgendwie mit Redstone. Okay, es ist rausgeploppt alles. Ich muss das anders machen. Reicht die Energie oder keine Ahnung. Nee, nee. Das eine ist nicht so schnell unten angekommen. Also ich glaube, ich muss erst den... Ah, nee, stopp. Ah, na das ist ja kacke. Holz, Holz, Stein. Es muss ein bisschen zeitversetzt tatsächlich sein, damit das ankommt. Außer es ploppt jetzt wieder raus, dann verstehe ich das nicht. Aber bis jetzt sieht's gut aus. Das ist an. Ne, es bleibt raus. Okay, wie macht man das? Also gut, die sind auch wieder nicht zeitgleich angetroffen. Ach nee, Ike, du musst die alle so verbinden, dass die einen Block in der Mitte am besten. Die müssen alle zu einem Block wachsen. Zurzeit wachsen die alle nach unten zu drei Öffnungen. Die wachsen auch nach unten. Das ist ja so angegeben, weil unten dann im letzten Ding das Cogwheel oder das Dings entsteht. Nee, nee, ist schon richtig so. Ja, ich verstehe es nicht, was ich meine. Die gehen zwar alle nach unten, egal ob es richtig ist oder nicht, aber die gehen alle unten in den Boden. Nein, die gehen nach unten zu den letzten drei Craftern und dort werden sie dann nicht... Ja, genau. Stimmt. Aber da sollen sie halt noch in die Mitte. Aber... Ich darf nicht aufhören zu sneaken, ey, sonst ist alles weg. Warte mal, wenn ich jetzt... das... Okay. Ich muss halt tatsächlich oben anfangen. 1, 2, 3, 4, 5.
Wenn ich jetzt das da reinsetze, ist aber dort in der Mitte ein X. Da stimmt doch hinten und vorne was nicht. Das erste Mal. Ich habe das zu groß gebaut. Ist eigentlich das Rezept, was wir dabei herstellen möchten? Das ist das die Crushing Wheel. Wenn ich jetzt das Mittelteil setze, dann kommt nämlich bei einer Seite regulär ein X. Siehst du oben? Da ist ein X, da geht es nicht runter. Wenn du die von oben, kann man die zur Seite lenken? Dass man halt das irgendwie nicht versucht, dort hinzulenken? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, was dieses X ausmacht, ob das jetzt da so geht's, schlimm ist. Da geht es nicht weiter. Da geht es nicht weiter. Das für ein Sprung. So, okay. Du hast ja immer noch dieses X. Ja, weil das Mittelteil nach oben. Ah, warte mal. So. Das sieht geil aus. Oh. Ah, jetzt wird das eine dort oben Probleme machen. Die werden gleich rausploppen. Oh, ne, ausnahmsweise mal nicht. Dann mache ich das obere nach unten, dann passt das alles. Wie gesagt, wir müssen halt so zusammenlaufen wahrscheinlich. Und wo möchte er jetzt hin? Eins nach oben. Hä? Hä? Okay. Muss man das irgendwo hinleiten? Wird in der Truhe gesagt. Oder so? Oder der verarbeitet das jetzt erst. Aber da muss ich das ganze Crafting-Ding eins nach unten bauen. Nochmal. Hoch, runter, hoch. Aber anscheinend kann es sein, dass da sich die Grafik manchmal auch ein bisschen verändert. Habe ich jetzt nicht so beobachtet. Doch, die wird immer ein bisschen heller, die Steine. Ja, dann arbeitet er vielleicht wirklich gerade an. Und wenn er oben ist, ist es wieder dunkel, alles klar. Okay, dann muss ich das Mittelteil irgendwie anders machen. Warte mal, das soll nach unten gehen. Das geht nach unten. Ich baue jetzt erstmal das ganze Ding noch eins nach unten. So. Legt es? Nein. 1, 2, 3. Das ist das Mittelteil. Wow, Ike, Held des Tages. Also das Mittelteil darf nicht mehr mit einem anderen verbunden sein. Das ist schon mal gut zu wissen. Da müssen im Grunde überall X dann sein, aber... Nee, warte mal, das sind ja keine X, das sind zwei Pfeile, die nach oben und nach unten gehen. Dann haben die sich das immer hin und her gereicht einfach. Ja.
Deswegen denke ich mal, es muss wirklich zu dem untersten kommen. Weil du hast immer irgendwie ein X. Es muss irgendwie zu einem Block als letztes kommen. Das ist seltsam. Alter. So. Und das würde jetzt wieder nach unten gehen, wenn ich das so mache. Ich lasse das wirklich schon mal alles in... Steht halt auch nichts dabei, oder? Recept and error the bell to create a flow that access the grid on one of the crafters. Das muss alles in einen Crafter reingehen. Das geht nicht. Irgendwie. Na, nein! Oder ist das vielleicht eine ziemlich große Puzzle-Aktion? Ich weiß es nicht. Ah, okay, ich weiß, was er gemacht hat. Dark, wofür besitzt du eine Base, wenn du eh alles in meiner Base machst? Keine Ahnung. Die Frage stell ich mir seit dem zweiten Stream. So, so. 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 Mittelteil noch mal weg. Da setze ich jetzt erstmal das hin. So. So. Das Ding muss wieder weg. Die werden so platziert. So, wenn ich jetzt da... Ne, geht irgendwie nicht. Ich könnte das vielleicht anders austricksen. Aber dann schiebt er sich das ja auch wieder alles hin und her. Ey, mir fehlt schon wieder so ein Ding. Das alles nur noch wandern, hä? Ich versuch das jetzt mal so. So. Okay. Das? Ah. Fertig.
cool. Jetzt einfach mit dem Ausgang. Jetzt mache ich das aber alles nach unten, damit ich nie immer zur Seite muss. Also müssen die Dinger nach oben zeigen. Genau. Das nach unten. Die nach oben. Jetzt habe ich das falsch gesetzt. Das nach unten. Das nach unten. Das nach unten. Das ist eine interessante Mod. Genau, so lassen wir's. Und ich habe die zwei Zahnräder. Die brauchen jetzt natürlich wieder Stroh. Hier. No? Genau. Das heißt, ich muss jetzt hier nochmal... Ach, Mann, das ist doch eine Krütze hier, ey. Also, die Mod an sich ist richtig geil. Aber? Ja, dass du alle Maschinen so ordentlich rankriegst, ist ein bisschen nervig. Die Mod ist... oder funktioniert ausschließlich über... die Energie übertragen durch Kurbelwellen. Ja, andere Sachen haben sie ja auch halt. In Walking Dead haben sie ja ohne anderes großartig, außer Wasser und Windrad und Solarpaneele. Dann im späteren Zeitraum. Gibt's einen Chest-Transporter? Ich hätte die Kiste gern draußen. Nein, gibt's nicht. War natürlich irgendwie klar, dann baue ich mir halt nochmal zwei Kisten. Ne? So. Das sind meine Maschinenkisten, die bleiben hier draußen. So, dann kommt nämlich der Crafting Table auch hier dazu. Ah, es ist cool, dass die von Tinkers so den Crafting Table eingebunden haben. Geht alles andere nicht? Nö. Bett, Tink. Nö. Es gibt nur den. Warte mal, der ist von Crafting Station. Da gibt's Crafting Slab. Alles klar. Also gibt's Tinkers hier dran. Ja, ist auch nicht schlimm. Solange der Tisch dabei ist, ist alles gut. So, meine Torches. Ich muss mir angewöhnen, die Torches unten in der Hotbar zu lassen. Gut. Crafting Station, Homer. 1A. Dann. Ich muss den Mixer. Ich muss die Presse anschließen. Ich brauche nochmal ein Basin für den Mixer. Für das Ding. Wenn wir einen zweiten dabei haben, hab ich. Crushing Wheel braucht einen Zugang und die sind hinten. Okay. Ich habe noch zwei Windmill Bearings. Brauche ich aktuell jetzt nicht. Ich habe hier noch eine Vertical Gearbox. Die setzen wir jetzt daran. Nein, die setzen wir hier ran. Ja. Dann das daran. Sieht nice aus. Wenn ich jetzt ein kleines daran setze, kommt das genau auf diesen Block. Okay.
Ich müsste die eigentlich rein theoretisch eins nach oben platzieren. Also kommt da jetzt das ran. Dann kommt dort der Mixer, der wieder sau lahmarschig ist. Das heißt, da muss ein großes Rad ran. Groß, klein, groß hatte ich das. Dann kommt da der Mixer, der akzeptiert das komischerweise jetzt nicht. Ne, klein, groß, klein hatte ich das doch, oder? Klein, groß, klein. Gut. Ne, groß, klein. Groß, klein, groß. Warte. Doch, groß, klein, groß. Wenn du dich jedenfalls an meine Forderungen gehalten hattest. Es ist zu langsam, so wie ich das jetzt gerade gestellt habe. Also ein großes, nicht zwei. Alter, was ist mit der Mod falsch? Ich setz ein, will eins setzen, der setzt zwei. Oh, Mann, Mann, Mann. So, wenn ich das jetzt so mache, müsste der Mixer rein theoretisch... Der dreht sich immer noch so langsam. Irgendwas ist gerade falsch. Irgendwas läuft gerade nicht richtig hier. So, ein großes. Ein kleines. Interessant, dass das mit den großen so geht, aber mit den kleinen nicht. Okay. Dann müsste rein theoretisch... Nein! Hör doch mal auf! Wenn ich den Mixer jetzt da ran mache, ist er... Doch, das müsste so passen. Aber das ist zu niedrig dann für mich. Ich will kein Loch in die Erde bauen. Schissen aus. Wenn ich den jetzt da oben ranbaue. Sieht aus, als ob das Zahnrad den Rührstab unten mitbewegt. Naja, egal. Hauptsache, es erfüllt jetzt seinen Zweck. So, dann kommt dort das Heating-Teil hin. So. Dann soll daneben, ne, mit einem bisschen Luftraum, würde ich sagen. Boah, irgendwie, mir gefällt das nicht, was ich hier gerade baue. Das gefällt mir gar nicht. Ich hatte das doch vorher wunderbar auf diese Höhe gebracht. Wieso kriege ich das nicht mehr hin? So.
Okay. Groß. Klein. So. Jetzt! Groß, klein, groß, klein. Und dann dreht sich's ordentlich schnell. Oh, holy shit, ey. Vor allem haben wir doch die ganze Zeit gesagt. Nee, wir haben nur groß, klein, groß gesagt. Ich hab das das zweite Kleine vergessen. Dann hier. Die Presse. Die werde ich mir noch ein zweites Mal herstellen. Einmal mit und einmal ohne Basin. Presse, was kostest du mich? Kindergartenkacke, ein Eisenblock und irgendein Mittelteil. Das ist ein bisschen Holz. Ach, das ist doch. Hab ich alles draußen gelassen. Ich hab draußen Crafting Table, ich Dulli. Ist doch alles Kinderkacke hier. Davon stelle ich mir jetzt auch gleich mal 8 Stück her. So, da haben wir die zweite Presse. Einmal mit, das heißt auch einmal mit Hitze drunter. Also da und da das Hitzeding. Da kommt das dahin. Da tue ich dann ganz normal einen Stein hinklatschen. So und so. So und so. Genau, das. So, das wird jetzt von dort. Also, ein kleines. Ey, das ist Doppelgesetze. Dahin. Nein, dahin. So, die Hammer. Fast wackelt und hat Luft. Jetzt brauche ich einen komischen Stein, den ich nicht abbauen werde. Dazu nehme ich den da. So. Passt. Ich würde gerne die Geschwindigkeit von dem Zahnrad tatsächlich nutzen. Also das hier weg. Ja. Ja, das geht so nicht, wie ich mir das gedacht habe. Muss ich hier mit großen Zahnrädern arbeiten? Ne? Nein. Das hier weg. Hat der schon wieder ins Vieh gesetzt? Was ist denn mit der Mod falsch? Nein, es liegt nicht an meiner Maus. Ehrlich gesagt, ich hatte das okay, noch nicht. Okay, ich habe eine Quest completed. Okay. Ah!
verstehe. Das darf man so nicht machen. Ah, schlau, schlau. Schlau, schlau, schlau gemacht hier. Okay, sieht zwar ein bisschen creepy aus, aber geht nicht anders. So, da haben wir die Maschinerinos. Was habe ich denn jetzt für eine Quest? Too much Stress habe ich aus Versehen erledigt. Okay, Slime Balls. Kann ich aus Komodo Dragon Sprit oder aus Duck erstellen? Duck mache ich aus Wheat Flower. Okay, ich brauche jetzt... Irgendwie sieht das komisch aus. Tatsächlich, jetzt muss ich mal gucken. Seitlich, das heißt, die kommen dann hier unten ran. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, da muss ich tatsächlich erstmal mit den Großen arbeiten. Ne? Eins, zwei. Ach nee, da gehen auch die Kleinen tatsächlich. Aber auch die Großen. So. Und die verbinden sich nicht, die Großen. Okay. Ey, ich hoffe, das reicht mit den kleinen Dingern aus. Okay, Millstone ist in Betrieb. Aber, ach nee, scheiße. Wie mache ich das, dass sich das andere in die zweite Richtung dreht? Wie mache ich das, dass sich mein Windrad dreht? Verstehe das so? Jetzt habe ich, ach scheiße, jetzt habe ich wieder nicht gesneakt und habe alles abgebaut. Ja, teste mal rum. Ich musste da auch ewig testen. Einfach mal helfen, weil du sowieso einen riesen Vorsprung hast. So aus Nettigkeit. Darko, da ist ein Wort gefallen, das kenne ich nicht. Was ist Nettigkeit? Kann man das essen, ne? Komm, ich muss doch testen. Ich lasse dir mal den Spaß. Aber die müssten sich doch jetzt noch... Och, Eik. Rein theoretisch entgegengesetzt drehen. Nee. Zufällig noch eine Wolle? Hast du keine Strings oder was? Boah, du gehst in mein Haus, guckst du in die Kisten, guckst in die Kisten. Hast du noch eine Wolle? Darko. Oh, das ich frage. Darko, man fragt erst und guckt dann in die Kisten. Vor allem, woher soll ich Strings haben? Aus den Häusern?
Da hole ich auch mir die ganze Zeit die Strings her. Warte. Wenn ich jetzt hier... Wo sind meine... Ich hoffe, ich habe die eingesammelt. Wenn ich jetzt hier ein großes ransetze... Drehen die sich immer noch gleich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13. Anders. Eins, zwei. Das müsste eine gerade Zahl an eine ungerade Zahl an Zahnrädern sein. Wie viel habe ich jetzt hier aktuell von den. Nur von den kleinen? Nee, das meine ich gar nicht, wie viele davon. Ich meine hier ab dem da. Ja. Eins, zwei ungerade. Und dann das Teil daran. Naja, ich hatte hier schon. Theoretisch müsste sich das dann. Nee, ich hatte hier schon fünf Stück dran. Da passiert dann auch nichts. Oder? Weil das dreht sich dann jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Das ist wieder gerade, das ist wieder in die entgegengesetzte. Das da musst du weg. Dann wär's wieder perfekt. Haha, ohne das kannst du hier nicht arbeiten. Und ein großes Stopp. Und zwei kleine Stopp. Hast du schon Stopp. Versucht? Ja, ein großes okay. Und zwei kleine hatte ich ja noch davor dran, aber ich versuche mal was anderes. Ich baue die mal woanders dran. Habe ich alles? Ich habe alles gut. Die drehen sich gleich. Oh, das ist doch zum Mäusemelken gerade. Vor allem, ich müsste unten sowieso Platz lassen, weil ja das nach unten fällt. Irgendwie. Sind die großen Zahnräder nicht ungefähr gleich groß wie die Mühlen, dass man einfach sagt, man macht zwei große nebeneinander? Nee, die connecten nicht. Ach, zwei große kann man nicht miteinander verbinden. Doch, oder? Aber nicht bei den Steinen. Das geht da leider nicht. Da ist noch minimaler Hohlraum dazwischen. Ach, schade. Aber was ich tatsächlich nicht versucht habe, zwei große und ein kleines miteinander verbinden. Das müsste nämlich rein theoretisch gehen. Ja, dann habe ich auch eine ungerade Zahl. Nämlich 1. Ich glaube aber, dann dreht sich's wieder gerade. Von meinem Kopfverständnis gerade her. Ich weiß es nicht. Ja, scheiße. Dann müsste es jetzt rein theoretisch gerade sein. Also müssten da zwei kleine verbaut werden. Boah, das ist eine Technik, ey. Also die Mod echt, die ist geil, aber... Ich brauche nochmal ein großes. Ich baue jetzt große und kleine ran, bis sich das entgegengesetzt dreht alles. Halt, ich frag mal anders. Es gibt doch sicherlich eine Box, die das automatisch macht. Eine Gearbox? Ist das das? Die macht die Rotation in vier verschiedene Richtungen? Das ist das. Ja, warte mal, den habe ich schon gebaut. Das Ding habe ich schon seit einer ganzen Weile. Was für das? Den Millstone. Okay. So, weg damit. Hier hat er mal sowieso wieder eins zu viel gesetzt gehabt.
Aber die großen wirst du, glaube ich, so oder so noch brauchen. Wenn wir gleich sehen. Leder. Müsste ich auch da drin herstellen können. Kann ich auch da drin herstellen. Alles gut. Ach, das. Ja, man braucht die für zum Beispiel die Dia-Rüstung. Von den Pferden. Aber das ist das Einzige, was du damit crushen tust. Nee, du kannst damit alle Erze verdoppeln und so weiter. Wer sagt das? Joy. Ach, warte. Na, das nicht gerade, das kann ich nicht anklicken. Ja, jetzt mal bitte. Ey, muss ich das höher bauen, dieses Tricksding? Also, ich kann Eisenerz irgendwie da nicht reinschmeißen, Darko. Iron Ore? Einfach da reinschmeißen, da kriegst du zwei. Ein Crushed Iron und zu 30% noch weitere zwei. Eisen. Oh. Wow, und Haufen Cobblestone. Ich will es aber eh erstmal nur Leder haben, also mache ich erstmal nur das hier. Da kommt jetzt so ein Shaft Run. Oh, ein Shaft. Das gibt es doch nicht. Das da. Und das. Ja, aber wie soll das funktionieren, wenn. Ach, das ist scheiße, wenn man nicht mal eine Anleitung hat. Und ich könnte schon wieder eine Pause machen, ey. So! Au. Oh, den Tipp hätte man mir echt mal geben können, Alk. Was denn? Dass ich diesen scheiß Block rechts klicken muss. Haben wir es herausbekommen? Okay. Wie gesagt, ich habe da auch ewig versucht, bis ich das hinbekommen habe. Ich wollte gerade die Windmühle versetzen, höher bauen und da habe ich gesehen, oh, da steht noch irgendwas. Jetzt versuchen wir noch eine zweite Windmühle anzubauen. An die erste. Moin. Doppelte Energieproduktion. So. Dahin. Dahin. Irgendwie muss das ja jetzt immer klappen hier. Hä? Oh! Nach langer Zeit ist mal wieder was bei mir broken. So. Die wird wieder gesetzt und zwar dahin. Jetzt nochmal. Ist nicht so einfach hier und das ist eins zu weit hinten, kriege ich mit. Du musst dir irgendwann mal meine Windmühle anschauen. Warum, was hast du denn gemacht? Ich hatte noch welche von diesen komischen Dingern übrig. Ich hab mal rum experimentiert. Hast du farbig gemacht? Nee. Ich hab einfach keine klassische Windmühlenform. Also, so überhaupt nicht. Ich seh's. Ich hab doch, mit Optifine kannst du doch zoomen. Aber die dreht sich auch nicht wirklich schneller dadurch. Aber schneller als deine, glaube ich. Nö, die sind gleich. So.
Nö, die sind gleich tatsächlich. Ne, meine kriegt so einen Boost ab einer gewissen Umdrehung. Und dann wird sie wieder so schnell wie deine. Dann vielleicht, weil du auf der auf den Seiten so eine Dinger dran hast, weil es da schwerer ist und sich schneller nach unten dreht. Ich glaube nicht, dass so viel Physik dahinter steckt, aber wahrscheinlich. Ich habe nur noch sowas. 23 von den Dingern. Kann ich ja dann später mal testen. Das dreht sich so, das dreht sich so, das dreht sich so. Ey, wehe, das ist jetzt so eine Scheißphysik. Ich erinnere mich gerade an die Schulzeit. So. Fick dich, Modpack. Wehe. Ja, was denn jetzt? Nix, ich muss testen, rumprobieren. Lass mich. Nee, so, das so nicht. Ja, ich brauch schon wieder so ein komisches Ding hier. Wie hieß das? Gearbox. Und zwar brauche ich... nicht die, die ich habe. Auf jeden Fall. Die da. Habe ich. Ey, wenn das jetzt klappt, fress ich einen Besen. Leck mich am Arsch. Ich... Hast du einen Besen bei dir? Ja, mit Metallgriff. Und so wie ich Darko kenne, kommt er sich das eh abgucken. Stimmt's? Wahrscheinlich. Ja, war klar. Wenn ich es nicht selbst hinkriege. Aber wahrscheinlich geht das auch ökonomischer noch. Ich muss das woanders machen. Das eine dreht sich zu lahmarschig. Ich würde ja sagen, bei sowas erstmal selber probieren, bevor man gucken kommt, Darko. Sonst muss ich meine Base für dich ab und zu mal sperren. Ich muss es ja auch allein rausfinden. Warum du nicht? Oh, jetzt hab ich alle Zahlen wieder weggemacht. Scheiße. Wenn ich mit was Neuem ankomme, muss ich doch auch erstmal selbst das rausbringen. Außerdem habe ich dir auch die letzte Zeit geholfen. Und dann glaubt man ja, halt. Und deine Hilfe hat nichts gebracht. Weil ich sie selber rausgekriegt habe. Ist leider so. Dass du aus meinen Hilfen nicht schlau wirst, ist ja nicht mein Problem. Schlussendlich ist es eine ungerade Zahl. Kacke erklärst. Ja gut, so lasse ich das jetzt. Scheiß drauf. Ja. Schön. Und die Haarslabs, jetzt darf ich dann Gang rüber bauen. Ich würde trotzdem sagen, versuch's erstmal alleine, bevor du spannern kommst. Es ist einfach. Man kommt nur nicht drauf. Ich muss so ein Ding erstmal haben. Dann mache ich mir über das andere Gedanken. Machen wir das so. So. Und schon kann ich da was reinklatschen. Nice. Versuche ich das jetzt mal. Ich brauche Leder, ich will ein Backpack haben. Damit ich durch die Welt ziehen kann. Klicke ich das jetzt nur an? Nee, ich muss es reinwerfen. Und ich brauche darunter einen Hopper und eine Kiste. Nice. Oh, was noch? Was sonst noch alles? Ich brauche zwei Hopper. Ich will oben drauf noch einen haben. Vielleicht kann ich das so teilweise automatisieren. Warte mal, was brauche ich? Kisten und Hopper. 1, 2, 3.
4. Ich glaube, das Vanillarezept ging so. Ja, es ging so. Schön. Komm ich? Ich komme daran. Nice. Connected. Sehr nice. Ich hoffe, das geht hier oben mit dem. Das geht tatsächlich. Brauche ich nicht mal den Steg hier bauen. Geil. Also ich habe 19 Leder und du so, Darko? Ich habe 27 Leder. Woher? Kühe killen. Den Vanille eigentlich. Entscheide dir vielleicht mal eine Tierzucht machst, damit du Essen hast. Ich ernähre mich rein vegetarisch gerade. Ich kenne dich nicht mehr. Geh bloß weg. Scheiß Öko-Fuzzi. So, dann einmal das da. Wolle. Die haben wir hier draußen. Nein, hier ist noch so einer. Und ist der einer nicht. Strings. Hammer da. Ey, ganz ehrlich, einer ist schon schlimm genug. Zwei sind das unnormal. Da, und den will ich jetzt zum Medium Backpack machen. Brauche ich wieder Wolle. Das heißt, ich muss Strings farmen. Der hat 15 Slots. Ey, jetzt rufst du auch noch solche Viecher. Und ich brauche noch mehr Wolle. Okay. Dann Reno, Bambino. Ey, einmal Viecher rufen ist schlimm genug. Nicht hunderte Male, du Wichsviech. Das. Ich muss mir noch Essen herstellen oder mitnehmen zumindest. Ja, noch gebackene Kartoffeln. Das. Aber weißt du, was mir am meisten wehgetan hat, wo ich gestorben bin? Nicht die Dia-Sachen. Ja, die Level halt, hast du mir aber auch schon gesagt. Das und die ganzen Fackeln. Fackeln? Ja. Ja, zu dem Zeitpunkt, weil ich zu dem Zeitpunkt noch kein Fortune hatte. Ja, aber selbst ohne das habe ich genug Kohle. Ja, du vielleicht Holzkohle. Ne, Steinkohle. Steinkohle. Ich nehme die nicht immer mit, stell dir vor. Ich nehme die allein immer nur wegen Level mit. Und übrigens, wenn ich mich nicht durch deine Wand graben darf, hast du das auch nicht. Es ist meine Wand, Darko. Ich darf das. Du kriegst jetzt das Reinbuddelverbot erste Mal. Buddel nicht drüber. Na, auch das nicht. Und kann ich gleich Kupfer mitnehmen. Oh, nice. Strings, da sehe ich welche. Eins. Oh, Darko, ich habe TNT gefunden. Und schon wieder Emeralds. Und ein Heart of Sea over Heart. Nice. Wie war das mit TNT? Schatzkarte gefunden? Nö, in der Kiste gerade gefunden. Ey, das TNT machst du trotzdem Standard-Vanilla-mäßig. Das ist dir bewusst, Darko. Ja klar, aber ich hab bisher nicht so wirklich viel Gunpowder. Und weil ich halt eben nicht die ganze Städte leer loote. Nö, ich gehe jetzt eigentlich schon zum Strix-Farm. Wenn ich allerdings eine Kiste sehe, nehme ich die mit. Als ob ich die stehen lasse. Bringt mir auch eine Axt Fortune.
Damit kriegst du mehr Saplinge. Ja. Wenn du die Leaves abbaust. Hast du geschrieben? Nee, nicht die Kühe. Oh, warte. Ey, der hat sich durchgeglitscht. Kleiner Pümmelklatscher. Hast du Kühe gekühlt? Nein. Alter, was ist das für ein Loch unter dem Haus? Hä, nicht die Kühe? Hab ich das gesagt? Nein, hat Excuse Mo geschrieben. Ach, das ist wegen dir, weil du Kühe geklatscht hast. So, oh. Für Leder. Helfe Dark. Oh. Und ich habe noch mehr Gunpowder gerade aus der Kiste gekriegt. Oh, Darko, ich muss da mal testen, ob Explosionsschaden an ist. Was wollt ihr von mir? Das ist in meiner Fresse gespawnt. Und noch mehr Gunpowder. Du beitsch alles. Okay. Das kann nicht so gut. Kaktusen, die brauche ich auch noch. Mike, hast du die Quest Catching the Wind schon? Nein. Ich verstehe selber nicht, wie man das macht. Also du musst irgendwie das, dein Windrad dazu bringen, dass es sich schneller bewegt. Anscheinend. Okay. Nachbarhaus. Und der noch Speed. Alter, was ist denn hier los? Das ist ein Schlecker aussehen, aber nee, geht mal. Und ich bin mit meinen 33 Leveln hier gerade unterwegs. Das ist nicht gut. Ich seh schon, komm, ich verrecke gleich. Ich müsste mir Ziegen tämen. Au, scheiße, das war ein Fehler. Au. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. Kommen die hier alle raus, ey, ernsthaft? Ich habe gerade tatsächlich eine XP-Farm hier. Wäre eigentlich voll einfach. Also generell so einen Spawner umzubauen. Habe ich aber nicht. Nee, die fallen mir hier gerade alle entgegen, die Mobs. Du musst dich im Grunde nur ins Haus reinstellen und warten, dass die Mobs kommen. Ja, aber da können die dich ja wenigstens töten. Aber Lockdown ist es ja meistens so, da kannst du fast AFK stellen. Da muss ich noch was in die Regeln dazu schreiben, wa? Ja, warum? Wenn du so einig. Ich bin ja dafür, dass man es nicht macht. Hm. Ja. Man hört Feuer erlöschen, wenn die im Regen sind.
Holy! Ich will doch einfach nur Strings haben. Ist daran so falsch? Ah, Mist. Joa, ich hab einen Zombie nachgemacht. Hier gibt's viele Strings. Kackdosen, die nehme ich auch noch mit. Noch nie so viel mit Knöpfen gearbeitet. Das ist doch gut so. Jetzt weißt du, für was Knöpfe gut sind. Schreckt mich der Sack einfach. Interessant, dass einige Kisten in Häusern erst spawnen, wenn du drinne bist. Besser so, als wenn sie gar nicht spawnen. So, ich habe aktuell 25 Strings. Das reicht nicht. Ja, nee, war schon wieder nach. Warum brauchst du überhaupt so viele Strings? Für Wolle. Das ist gerade alles nur für Wolle. Auf der Ebene war ich noch nicht. Aua, oh, mir tut der Arsch. Ich habe keine Pause gemacht. Scheiße. Es wird wieder ein Spaß beim Schneiden werden. Ich mache ganz kurz eine Pause. Bis gleich.